Ich bin Jessica, ich leite die Schwimmschule Kleine Seelöwen. Schon seit vielen, vielen Jahren unterrichte ich Babyschwimmen, Kleinkinderschwimmen und Fit fürs Seepferdchen. In den Babyschwimmkursen, da starten unsere Allerkleinsten mit 3 Monaten, geht es hauptsächlich darum, Bindung zu den Eltern aufzubauen. Die Kleinen lernen das erste Mal das Element Wasser kennen. Es ist ein unheimlich schöner Kurs, weil man einfach in ganz entspannter Atmosphäre Spaß haben kann, das Element kennenlernen kann und schon den ersten Grundstein fürs Schwimmenlernen später legen kann. Unsere Kleinkinderkurse, da sind die Kinder schon ein bisschen älter, können sich schon ein wenig alleine mit Schwimmhilfen im Wasser fortbewegen. Dennoch geht es immer noch ganz, ganz viel darum, Vertrauen zu den Eltern aufzubauen, zwischen den Eltern und den Kindern eine Bindung zu schaffen. Wir lernen allererste kleine Schwimmbewegungen, plumpsen schon vom Rand ins Wasser, springen alleine ins Wasser, lernen erste Tauchübungen, probieren ins Wasser zu blubbern, das Gesicht einmal unter Wasser zu halten und haben einfach ganz, ganz viel Spaß im Wasser. In unserem Kurs Fit fürs Seepferdchen lernen die Kinder ab 3,5 oder 4 Jahren das alleine Schwimmen. Wir üben erste Schwimmtechniken, die Froschbeine, die langen Arme, springen vom Beckenrand ins Wasser, holen Gegenstände aus dem Wasser, bereiten die Kinder auf die Seepferdchenprüfung vor, sodass die Kinder als Ziel des Kurses auch ihr Seepferdchenabzeichen machen können und stolz nach Hause gehen können.